In diesem Basic-Video lernst du den Zungenschlag, wie du Töne kannst beginnen und unterbrechen. Der Zungenschlag ist neben der Platzierung der Finger, der verschiedenen Griffe, dem Ansatz und der Haltung eigentlich der nächste wichtige Punkt, um das Saxophon richtig schön zu spielen. Ziel dieses Videos sind, dass du dir das Wissen über den Zungenschlag kannst erarbeiten kannst, dass du den Tonbeginn und Tonunterbruch kannst trainieren und erarbeiten und dass du die verschiedenen Abstufungen vom Zungenschlag kannst realisieren und auch trainieren. Die Zunge ist unser Werkzeug für den Beginn und die Unterbrechung der Töne und das Werkzeug für die verschiedenen Abstufungen vom Tonbeginn, vom sogenannten Attack. Wenn ich einen Ton sauber anfange, dann ist zu Beginn des Tons Zunge unterhalb des Blatts. Die Zungenspitze berührt die vordere, untere Teil des Blättchen und wartet eigentlich darauf, bis ich Luft ins Instrument hineinblase. In dem Moment, wo ich mit dem Luftstrom beginne, ziehe die Zunge zurück und der Luftstrom kann durch das Instrument durchgehen. Das ergibt einen sauberen Anfang des Tons und ich zeige euch noch, wie das tönt. Ich bereite mich vor, indem ich das Instrument reinnehme mit der Zunge und das Blatt gehe. Ich bin jetzt davor. Und in dem Moment, wenn ich vorher von der Einblase, ziehe ich die Zunge zurück. So entsteht ein sauberer Tonbeginn. Als Norm gilt ein sogenannter Legato-Zungenschlag und das ist die nächste härtere Form, nachdem man eigentlich Töne überhaupt nicht mit der Zunge betätigen, sondern nur zusammenbinden. Nur zusammengebunden tun wir das folgendermaßen. Mit der Zunge, mit dem Legato-Zungenschlag, kann ich jetzt eine Struktur hineinbringen und ich kann wunderschöne Melodiebögen erzeugen und trotzdem die Töne so ein bisschen markanter noch anstoßen. Ich mache mal ein Beispiel mit zwei Zungenschlägen, mit dem Legato-Zungenschlag, wo ich einen wunderschönen Bogen spiele und nachher so einen Anfänger-Zungenschlag, wo man die Zunge noch nicht ganz so im Griff hat und es tut dann einfach die Töne unterbrechen, wie es gerade dann kommt. Zuerst jetzt die schöne Version. Und wenn ich die Zunge überhaupt nicht im Griff habe und sie macht etwas, was sie will, tönt das folgendermaßen. Um einen gehaltenen Ton mit dem legaten Zungenstoß zu unterbrechen, dafür gibt es eine coole Vorübung, und zwar ist das die sogenannte Beendli-Übung. Ich spiele dabei einen Ton, einen gehaltenen Ton, und gehe während dem Ton ganz langsam und vorsichtig mit der Zungenspitze an den unteren Bereich der Blattspitze. Das Ziel dabei ist, dass ich mit der Zunge das Blatt berühre, der Ton aber nicht unterbrochen werden darf. Der wird lediglich leiser und es tönt so wie eine Biene, die umeinander schwirrt. Das klingt folgendermaßen. Wenn ich jetzt die Beinchenbewegung ganz schnell ausführe, genau in dieser Intensität wie bei den Bienen und gehe ganz kurz mit der Zungenspitze auf Blattspitze, dann suggeriere ich im Zuhörer eigentlich einen neuen Ton. Dabei ist aber der Ton gar nicht unterbrochen, sondern nur für einen kurzen Moment leiser geworden. Das klingt folgendermaßen. Das ist der legato Zungenstoß und wenn ich die Melodie von vorher spiele und darauf achte, wie es ist, ich höre gar keinen neuen Ton, sondern der Ton ist nur kurz leiser gemacht worden. Musik.
Im letzten Schritt von dem Video zeige ich dir, wie wir dort unterschiedliche Abstufungen vom Zungenschlag praktizieren. Artikulationszeichen in der Musiknotation oder Musikstil tun zum Teil unterschiedlich harte und weiche Zungenschläge und Attacks verlangen. Bei den harten Attacks, bei den harten Zungenschlägen, ist ein Unterbruch vom Luftstrom dann gar nicht mehr zu vermeiden und sehr oft wird dort auch noch mit Dynamik, mit der Lautstärke nachgeholfen. Für das Erarbeiten von diesen verschiedenen Zungenschlägen empfehle ich zuerst einmal eine Abstufung in drei verschiedene Stärken. So ist es ein unterer, ein weicher Zungenschlag, ein mittlerer Zungenschlag und ein harter Zungenschlag. Als Elsensbrock empfehle ich dann beim unteren Zungenschlag, beim legaten Zungenschlag, la 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 la, beim mittleren da 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 und beim harten ta 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 ta. Und auf dem Instrument tönt das folgendermaßen. Zum Schluss von dem Video würde es mich interessieren, ob du damit hast können, die drei gesteckten Ziele vom Anfang erreichen. Hast du notwendiges Wissen über den Zungenschlag erfahren? Hast du dir Wissen über den Normzungenschlag fürs Training aneignen? Und hast du verschiedene Abstufungen realisiert und weißt, wie du dich trainieren kannst? Ich hoffe ja. Und falls nicht, dann melde dich doch bitte per Mail. Ich bin offen für jegliche Art von Kritik, Inputs und würde mich freuen, von dir zu hören. Ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Saxon üben und viel Erfolg.